Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmann. So, let's go. Oh, mein Ping ist so wieder atemberaubend hoch. Ich schon wieder Kratze. Wie sieht's aus? Ja, 5% brauchen sie noch. Können wir noch nix. Obwohl, wegnehmen können wir noch nichts, erst wenn es aus ist. Macht sich besser. So, was können wir jetzt noch basteln? Butter wollten wir machen. Butter wollten wir bauen. Die muss ich einschalten, dann gleich am selben Tag noch rausnehmen in Game. Und wenn ich den Server anhalte, pipapo, da ist dann wieder Grützenbrühe. Und das wollen wir ja nicht. So aufgefüllt müsste sie sein. Was haben wir hier überhaupt noch drin? In dem. Ah, stopp. Ist hier noch was drin? Ja, ist auch noch was drin. Können wir ein bisschen Mayo ballern. Ich glaube, ich habe keine Eimer mehr. Ich habe die Eimer, glaube ich, alle verkauft. Ne, ist keine mehr drin. Gut. Wollte ich nur wissen. So. Steigen wir mal ein. Ist Milch drin? Klappe zu. Steigen wir wieder aus und stellen schon mal die Fässer hier hin. So. So, und hops. Und hops. So. Dann hat jetzt 3 Minuten Zeit zum Durchlaufen. Wir steppeln dabei wieder quer über den Hof. Könnte tappen und da ginge schneller, aber da laufen halt 2,50 Meter mehr. Das stört mich jetzt auch nicht. Ja, guck mal kurz, ist der Köpf wieder fertig. Wenn wir immer hier sind. Da steht schon wieder eins. Hat er was im Augenwinkel was gesehen? So. Ja, stopp. Stopp, 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 stopp. So, weiter geht's. So, Dilly. So, einparken. Passt. Gärtner machen wir dazu. Und weiter geht's. Und der Ping ist wieder jenseits von Gut und Böse. Wir schauen hier, ob das an meiner Verbindung liegt oder dass den Server einfach mal einhalten muss und neu starten. Das hilft manchmal auch. Oh, immer noch 4%. Was machen wir da jetzt am dümmsten? Bei den Schweinen können wir schon mal gucken, wie viele kleine Schweine da schon wieder sind. Die nicht annähernd voll ausgereift sind. Grunz, grunz. Oink, das ist bei 83%. Und ein ganzes Rudel kleine Tiere. Ich schaff's aber momentan nicht, den Server so einzustellen, dass der durchläuft. Dass ich nur bewirtschaften kann. So muss ich das dazu sagen, vielleicht. Einstellen ist kein Problem, aber mir fehlt einfach teilweise die Zeit.
Mit dem geilen Ping da 2 Meter laufen, fällt er das aus der Folie. Das ist der Grund, warum der Ping wieder hier so hoch ist. So. Aber mal gucken, wann wir damit rechnen können. Wenn ich persönlich rechne vor Februar, März mit keiner Version der Hof Bergmann Alice 22, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ach Mensch. Auch schon wieder verloren, das kleine Tierchen hier. Ist ja wohl ein bescheidenes Handling, wenn der Ping so hoch ist. Boah, Mensch. Verloren geht normal, aber sobald ich jetzt ein Tierchen da in der Hand habe, ist das Laufen kompliziert, weil ich dauernd das, was ich in der Hand habe, verliere. Da bleibt mal stehen jetzt hier. Schon wieder verloren. Ach Mensch. Hab dich da jetzt mal nicht so. Das E-Prozentige ist gerade vor uns erst gespawnt. Und jetzt hat er schon wieder 4%. Aber ich glaube, ich werde morgen oder so mal den Server neu starten. Kurz anhalten, neu starten und dann dürfte es wieder gehen. Safekim runterziehen. Weil Safety first, sage ich immer, bleibst du hier. Muss beim Brot da äußerst aufpassen, wenn ich das Brot umsattel. Wenn ich wie viel Brotlaibe ich denn wieder durch den Boden backe. Wie es dann nicht mehr so wirklich nimmt. Irgendwo hänge ich jetzt wieder? Da. Ich glaube, das mit dem Brot mache ich erst, wenn ich die Server neu gestartet habe. Geht da gerade überhaupt nicht. So. Haben wir das schon mal leer geräumt? Da seht ihr mein Ping, wie er da oben ist. Der schwappt ja ordentlich hoch. Bis zu 70, 71, 79, hatte ich sogar so fast die 80 Grad geknackt. 11% sind es noch. Müsste durch sein, die Butter. Die müsste durch sein.
So, Tilly. E-Scooter können wir. Und erfüllt erstmal den F. Ah, hab ich also weggekegelt. Oh, stelle ich aus den Fässern hier, das ist wieder goldig. So, wegräumen. Das kann man jetzt getrost durchlaufen lassen, da passiert nichts mehr. Halt, stopp. Halt, stopp, jetzt komme ich. Wie man so schön sagt. Ja. Halt. Sitzt wackelnd in der Luft. So, neue Butter ansetzen brauchen wir jetzt nicht, weil dieweil wir haben nur ja schon schön sehen, keine Fässer mehr. Mist. Mist. Aber wir wollen schon mal das Ding auffüllen. Können wir schon mal. Das können wir tun. Na, halt, stopp. Ditch. Oh Mann. Meine Nase bringt mich doch gerade wieder um. Tinken dauernd zu ist unschön. Aber was willst du machen? Kann man leider oft nichts machen, musst du gucken zu. Was dagegen tun ist, entweder nicht krank werden oder hätte mich eher impfen lassen sollen gegen Grippe. Es ist aber okay, hundertprozentiger Schutz, dass ich überhaupt nicht sterbe, Leichen da Grippe, Erkältung und ähnliche Symptome da mit abfasse. Wenn ich halt froh sein, ich habe ab und zu mal ein bisschen Husten, hält sich auch an Grenzen, aber was mich jetzt nervt, ist halt die Rüsselpest. Die ist dezent sehr nervig.
Aber so ist es. Muss man halt nicht raus. Kann man sich manchmal nicht raussuchen, manchmal einen erwischt, manchmal einen nicht. Aber denken wir uns, dass jetzt so das, die, der, die Rüsselpest so durchkommt, wird garantiert daran liegen, dass ich mich erst die Woche, also letzte Woche, impfen lassen habe gegen Grippe. Weil einen Tag danach war noch gar nicht, den zweiten Tag danach, das war dann der Freitag, habe ich mich wirklich gefühlt wie vom LKW überfahren, total angematscht und alles. So, ist leer. So. Jetzt rennen wir wieder durch über den Hof. Schnipp, schnapp, schnupp. Vor uns waren es noch 2%. Was sagst du jetzt? Ist angeblich 100% das Brot? Was jetzt? Das ist eine Gans. Das ist. Was sagte? Mal schnell den Sack mal kurz ein bisschen wegräumen, mit der Schere drüber liege. Klingt gerade noch mal gut. Ja. Ist drin gelandet. Jetzt ist es aus. So, konzentrieren. Wie stört das? Sagt mich gerade ein bisschen. Org. So, 2 Brote denke ich mal noch. Müssten wir es haben. Bisschen ganz sachte machen mit dem Ping. Sind sie im Korb, da kann nichts mehr passieren. Wenn sie im Korb sind, sind sie meistens, sind sie da sozusagen safe. Jetzt stellen wir den Korb mal ein bisschen günstiger hin. Ja. Jetzt müssen wir das, jetzt geht's hier so zu tricky. Und da war die Folge zu Ende. So, ich werde mich von euch verabschieden. Ich werde zwar noch das Brotding hier vollbauen, aber ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Däumchen da. Und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.